Hallo Leute. Ja, ich weiß, es ist schon sehr lange Zeit her, seit ich mal mein letztes Video reingestellt habe. Es kamen einige Dinge dazwischen. Ich mache jetzt selbst für Animes, habe viele Animes geschaut, hatte zu tun mit der Arbeit und so ein Zeug. Tja, sowas nennt man dann Real Life, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein neues Projekt, was ich starten will. Und das nennt sich Super Meat Boy. Ich will einen Speedrun davon machen. Und wie vielleicht einige von euch schon gemerkt haben, sind die Standardeinstellungen der Tastenbelegungen richtig zum Kotzen. Das sind Tastenbelegungen, wo man überhaupt nicht hingreifen kann. Ich frage mich, wie man damit spielen kann. Zumindest an meinem Laptop. Ich habe so Mini-Tasten, beide Pfeiltasten. Das geht wirklich über keine Crew-Out. Und deswegen habe ich mir mal eine Platte gemacht, wie ich das ändern könnte. Und es ist eigentlich extrem einfach. Ihr geht zu Computer, lokaler Datenträger, C, dann zu Programme. Dann sucht ihr bei Steam nach den Steam-Apps, dort geht ihr auf Common. Steam-Apps, Common. Und jetzt sucht ihr nach Super Meat Boy. Hier haben wir es. Jetzt haben wir diese beiden Dateien. Die öffnet ihr jetzt einfach mit dem Editor. Öffnen mit. Und dann sucht ihr euch den Editor raus. Okay. Und das sind die Standardeinstellungen und die ändert ihr jetzt einfach zu das, was ihr wollt. Also hoch, runter, links, rechts, springen will es mit Enter. Okay. Das speichert ihr ab. Und macht jetzt dasselbe mit der Datei darunter. Also hoch, runter, links, rechts, Enter. Ja, das war's noch schon. Übrigens, ich finde es gemein, dass einige Leute gefragt haben, ob ich tot sei. Nein, Leute. Wenn ich den ganzen Tag online bin, dann heißt das nicht, dass ich tot bin. Das heißt nur, dass ich 5 Terabyte Animes runterlade. Also Leute, ich bin nicht tot. Keine Angst. Gut, okay. Das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, das Tutorial hat euch ein wenig geholfen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Super Meat Boy spielen. Mit den neuen Errungenen Tastenbelegungen. Okay, tschüss.